Du hast keine Ahnung von Bodybuilding und das steigert auch nicht deine verfickte Kraft. Siehst aus wie so ein regelkonformmäßiges Arschloch. Du packst dich dein Zeug, fliegst nach innen zurück. Werde ich jetzt rausgeworfen? Digga, ich werde jetzt auf Ernst hier rausgeworfen. Was macht er da für eine Scheiße? Was ist das für eine Hipster-Scheißdreck? Alter, fuck! Manu, was ist das für eine Scheiße? Was machst du da? Das ist die neueste Technik, um die Brust besser zu spüren. Willst du mich verarschen? Das ist scheiße. Das ist eine Studie aus Oxford. Digga, Oxford, ist Harry Potter, was laberst du für eine Scheiße? Nee, Digga, was gehst du mich so an? Du hast keine Ahnung von Bodybuilding und das steigert auch nicht deine verfickte Kraft. Siehst aus wie so ein regelkonformmäßiges Arschloch. Das heißt, du bist jetzt der zweite Teilnehmer meines Bootcamps. Ihr könnt auch teilnehmen. 19,99 in einer Woche. Pro Woche 19,99 trete Johnny Cox Bootcamp bei. Eure Vorteile: Ihr werdet super stark, ihr werdet super schnell, ihr könnt unendlich Kraft aufbauen und ihr werdet gleichzeitig muskulös und zur gleichen Zeit definiert. Und das Ganze nur bei meinem Bootcamp. Wenn ihr beitreten wollt, schreibt es in die Kommentare. Manu, was ist das? Das ist die neueste Übung, Junge. Probier sie doch mal. Was ist los mit dir, Junge? Drücken, Alter, schwärm falsch. Die erste Regel. Sag die erste Regel. Kennst du die erste Regel? Nein. Immer schwärmen falsch. Och, jetzt mit dir. Junge. Wir wärmen uns jetzt erstmal auf dem Stepper. Komm jetzt, hopp. Manu, ich teile mit dir den Energy, wie Jesus das Brot geteilt hat. Okay. Jetzt schneller. Manu, Stufe 15, komm. This moment lasts for another year. Bei leichtem Gewicht musst du nicht fallen lassen. Wenn es fallen lässt, bist du eine. Siehst aus wie so ein Arschloch. Johnny, ich wärme mich mal auf, okay? Mit dieser Stange, Alter. Nicht mit der Stange. Wir brauchen eine Bastardstange. Hast du sie gecheckt? Jetzt hol! Komm, mit. Jetzt. Hopp. Gerät immer reservieren. No pain, no gain, mother. Wir wärmen jetzt die Innenrotatoren auf, danach gibt es die Außenrotatoren. Okay, okay. Und danach gibt es nochmal Außenrotatoren. Dann schau zu, dann machst du auch. Ich versuche dir dann Tipps zu geben, okay? Okay. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Cause baby, I feel real good and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law. Digga, was machst du? Noch aufwärmen. Aufgewärmt heute mit 60 Kilo. Mach immer mit Stange zuerst. Stange wird überwertet. Direkt das Gewicht. Da denkt sich dein Körper, krass, das ist Shocking Principle. Kennst du doch. Du musst den Körper schockieren, damit er richtig wachsen kann. Ich bin auf null aufgewärmt und soll jetzt direkt 90 ballern, oder was? Viele Menschen verstehen das nicht, dass es so effektiv ist. Deshalb versuche ich mit meinem Bootcamp die Menschen da draußen zu helfen. Diese Menschen da draußen zu helfen. Diese Menschen draußen zu helfen. Was ist die dritte Regel? Ich weiß nicht. Immer Kreide verwenden. Im Namen des Sohnes, des Vaters und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Und hopp, ja, hopp, passt rein. Wir erhöhen heute das Gewicht von deinen 100 Kilo auf 115 Kilogramm. Freust du dich schon? Ja! 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 Push! Ja! Zum Kopf! Push! Richtung Kopf! Richtung Kopf! Ja! Push! Zum Kopf! Ja! 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 Da hast du! Ja! Gut, dann machst du jetzt davon drei Sätze. Passt. Ich mache jetzt 140. Ich hoffe, ich bin nicht beeinträchtigt durch meine Wichshandgelenke. Du holst Schwung, als würdest du gerade Skispringen oder sowas machen in Österreich. Es reicht doch einfach, wenn du so machst. So. Einmal kurz hinter, muss ich nicht. Muscle up gleich daraus machen. Brauchst du Spannung auch? Füße fest, Arsch fest, Beine hocksen, alles zusammen. Gut, das war 140. Ich hoffe, 160 sind heute gut, aber ich hab ein scheiß Gefühl. Ich bin zu schwach. Brauchst du Kreide? Ja. Hast du keine Kreide mehr? Nee. Okay.
Push! Ja! Eins! Können Sie ja! Drei! Komm jetzt! Manu! Da wäre noch ein dritter gekommen! Du hast aber scheiße geatmet! Du musst Folgendes machen. Du musst die Spannung halten. Ohne Spannung gibt es keine Entspannung. Okay, okay Leute, scheiß es drauf. Ich mache jetzt 160. Ich balle mir jetzt fette Musik rein. Geht die Wichse ab hier. Okay. Leute, wenn ihr auch eure Kraft richtig geil steigern wollt, gibt es vier Sachen. Training, Schlaf, Ernährung und Supplementierung. Wenn diese vier Punkte stimmen, kann eure Kraft nach oben exponentiell steigern. Wie meine zurzeit, kann ich euch echt nur strong empfehlen. Da ist 5 Gramm Kreatin pro Portion drin und Ektosteron am Start. Ektosteron und Kreatin sind wissenschaftlich nachgewiesen. Die zwei Supplemente, die zusammen eine perfekte Kombination für eine geile Kraftmatrix entwickeln können. Und natürlich sind noch andere wichtige Sachen dabei. Mineralstoffe, die du während des Trainings ausschwitzt. Wenn du eine Dose bestellst, bekommst du sogar natürlich noch ein gratis Produkt deiner Wahl on top. Und natürlich auch eine Probe. Alles über den Link in dieser Beschreibung. Gönn dir, bestell darüber. Und damit kannst du auch dein Leben Johnny Koch unterstützen, damit das Bootcamp auch weiterhin geil läuft. Jetzt ballen wir weiter. Nee, warte mal, da fehlt eine Scheibe wieder, Bruder. Warte mal, Thema. Hallo, da fehlt eine Scheibe. 5, 4, 3, 2, 1, hopp! Hopp! Alter! Digga, das war jetzt echt nicht lustig. Das war jetzt echt nicht lustig. Schwer und falsch, hab ich gedacht. Guck währenddessen auf die Uhr, Digga. Ich dachte, schwer und falsch. Schwer und falsch muss man auch unterstützen. Schwer und falsch heißt nicht, dass du dann währenddessen auf die Uhr guckst. Okay. Fokus und. Push zum Kopf. Ja. Eins. Weiter, weiter, weiter. Komm, ich bin da. Hopp. Zum Kopf. Zwei. Mach noch einen. Ich bin da. Nee, Digga. Was machst du? Das macht jetzt hin. Mann, hier schwer und falsch macht keinen Sinn, Johnny. Es tut mir leid. Verstehst du nicht, wie krass ich mich in der Kraft gesteigert habe? Willst du das nicht verstehen? Nee. Es geht darum, dem Muskel neue Reize zu setzen. Du willst einfach, dass ich mich verletzt, schon. Nein. Doch. Deshalb wollte ich dich ja gerade unterstützen. Du wolltest mich gerade verletzen, weil du nicht unterstützt hast. Oh Mann, wie läuft das Bootcamp bis jetzt? Mit allem Respekt zu Johnny und zu seinem Bootcamp. Das ist eine coole Sache, so, aber Leute, ihr kennt mich, für mich. Ich bin jemand, ich trainiere nicht gerne so schwer, sondern eher leichter und mit 100% guter Ausführung und Gefühl. Dementsprechend ist schwer und falsch und das Bootcamp somit. Was laberst du da für eine Scheiße? Wie du mich schon unterstützt hast, wie du die ganze Zeit den hier zwischen die Beine oder am Arsch oder irgendwie solche Sachen machst oder so. Aber ich habe einen Anruf bekommen, zum Beispiel einen wichtigen. Du musst dich auch anrufen während des Trainings, während er es nicht Bankdrücken macht. Das ist doch bescheuert. Was lachst du jetzt so dumm? Das meine ich. Du kannst dich nicht immer fokussieren. Manu, du machst jetzt Folgendes. Du packst jetzt dein Zeug, fliegst nach innen zurück. Werde ich jetzt rausgeworfen? Digga, ich werde jetzt auf Ernst hier rausgeworfen aus dem Bootcamp. Junge, au, Alter! 40 Minuten war es im Bootcamp und du bist jetzt sofort wieder draußen. Verpiss dich. Ich suche jetzt einen neuen. Ich suche jemand anderen, der seinen Platz einnimmt. Jetzt verpiss dich. Wenn ihr im Bootcamp beitreten wollt, schreibt jetzt Kommentare, DM. Schreibt jetzt in die Kommentare, wer das nächste Mal beitreten soll. Verpiss dich! Ich suche einen neuen Kandidaten für mein Bootcamp. Das ist echt völlig. Okay.